Herzlich willkommen zur täglichen Dosis Trash. Holt schon mal das Popcorn aus, es wird wieder trashig. Heute geht es nochmal um Temptation Island VIP, ums Wiedersehen bzw. die Interviews, die jetzt hochgeladen wurden. Und Jana Maria und Umut haben auch nochmal miteinander ein Interview gehalten. Und irgendwie stößt einen das sauer auf. Ich habe mich verdrücken wollen. Ich hatte ja die anderen Interviews hier schon besprochen, zumindest die, die ich jetzt spannend fand. Einmal Mimi und Yannick, die sich getrennt haben. Also wenn euch das interessiert, schaut da gerne vorbei. Und auch zu Denise und Lorik habe ich schon ein Video fertig. Also wenn euch sowas interessiert, lasst gerne ein kostenloses Abo da und bleibt hier einfach am Ball. Ihr verpasst hier gar nichts mehr rund um Gossip und Trash. Und jetzt ist Temptation Island VIP hier mal wieder Thema. Und Jana Maria und Umut, ja, das hat nicht funktioniert. Ein Umut, furchtbar, hat seine, ja, noch Freundin in dem Moment betrogen. Klar kann man bei Jana Maria aussagen, oh, mit den Füßen da, diese Küssnummer da mit den Zehen, also das wäre mir auch persönlich so ein bisschen too much gewesen, aber dennoch war er ja nun, hat er ja nun alles getoppt im negativen Sinne, war irgendwie auch so das Negativbeispiel in dieser Staffel, war quasi wirklich, ja, unterste Kaste, sage ich mal, was vom menschlichen, charakterlichen her, was er da gemacht hat. Also vom Millionenpublikum seine Freundin zu betrügen, ist schon next level. Hat auf jeden Fall Nico Legert gut abgelöst oder zumindest mit ihm eingeschlagen. Ja, als Betrüger in der Öffentlichkeit dazustehen, ist ja auch jetzt nicht so der beste Ruf. Er ist allerdings jetzt mit Emma auch glücklich liiert. Wie gesagt, darüber habe ich auch schon ein Video gemacht. Da gab es ja auch schon wieder Gossip und Drama. Schaut da gerne auf jeden Fall in die Playlist zu Temptation Island VIP rein. Da ist alles aufgearbeitet aus den letzten Tagen. Und ja, Jana Maria, muss man sagen, entweder ist sie jetzt super naiv oder zeugt das von Stärke. Also ich finde, es hat auch teilweise eine Stärke zu sagen, okay, ich akzeptiere das Gegenüber und merke, okay, das war jetzt nicht die richtige Person für mich und muss jetzt hier nicht nachtreten und versuche der Person trotzdem alles Gute und zu wünschen und versuche dann halt einfach daraus eine glückliche Person zu werden, ist vielleicht auch am Ende ein Umgang, ja, oder eine Umgangsmöglichkeit, die auch okay sein kann. Allerdings muss ich sagen, weil er, wenn man ihn reden hört, also kriegst du ja das Kotzen. Kennt ihr das Shindy-Interview vor ein paar Monaten, wo der auch die ganze Zeit mit so einer Tonstimme so redet und ja, und also wo man auch sagt, mein Gott, also irgendwie gar keine Höhen und Tiefen mehr in der Stimme besitzt und dennoch irgendwie absolut schwierig und arrogant dann wirkt. Ein Shindy kann sich's erlauben, den mag ich, aber ein Umut, weiß ich nicht, was er jetzt von sich hält, aber scheint ja irgendwie Leute zu geben, die das dann toll finden. Eine Emma scheint ja mit ihm da glücklich zu sein und ja, ich weiß es nicht. Eine Jana Maria kann man eigentlich auch nur beglückwünschen, dass sie jetzt Single ist und ich denke, die wird auch irgendeinen Typen finden, der ja auf sie so steht, wie sie das braucht und ich denke daher nicht, dass sie jetzt ewig Single sein wird, es sei denn, sie möchte das. Das gibt es ja auch durchaus die Möglichkeit, ja, dass Leute dann sagen, okay, ich genieße das jetzt so, frei zu sein und dann öffne ich mich erst wieder für eine Person, wo ich auch sage, das passt jetzt zu 100%. Ja. So bin ich ja selbst auch, dass ich da auch sehr drauf achte, wen ich jetzt in meinem Leben dann auf Dauer lasse. Ja, und das sollte sie dann vielleicht auch gründlichst überlegen, weil, wie gesagt, wenn man dann halt jeden X-Beliebigen da irgendwie nimmt, der ja irgendwie mal für einen Abend charmant ist, dann kann das so ein Umut sein, der auch ganz gerne mal betrügt und dann nicht wirklich gut zu einem ist. Und ich fand jetzt auch die Schlussworte von ihm schwierig. Er hätte auch sagen können, ja, also wir haben uns nicht das gegeben, was man sich voneinander wünscht. Ich muss aber den Fehler ganz klar bei mir suchen. Denn ich bin am Ende auch ihr fremdgegangen und möchte mich da nochmal für entschuldigen. Ich wünsche ihr das Beste, ja, und sie soll jemanden finden, der sie glücklich macht. Ich bin froh, dass ich trotzdem irgendwie jetzt was gefunden habe, wo ich auch glücklich bin. Und das Gleiche wünsche ich ihr auch. Ja, irgendwie so. Ja? Wäre auf jeden Fall netter gewesen als das, was er da gesagt hat. Aber seht jetzt erstmal selbst, was da so gefaselt wurde. Und die einen sagen, oh Gott, furchtbar. Die anderen sagen, Mensch, das zeugt vielleicht auch von Stärke, wenn man sich so gegenüberstehen kann. Ich weiß nicht, also ihr wünsche ich auf jeden Fall alles Gute, bei ihm bin ich mir jetzt nicht so sicher. Unser aktueller Beziehungsstatus ist, ich bin Single. Ich bin vergeben. Wir waren ja 10 Monate zusammen und
Ich mag ihn, er ist ein cooler Typ. Egal, ob er Scheiße gebaut hat oder nicht. Ich weiß, dass er menschlich einfach ein guter ist. So, deswegen habe ich auch nichts gegen ihn. Wenn er keine Beziehung mit mir hat, kann er sie ja mit einer anderen haben. So. Aber mit mir hat es nicht geklappt. Mit vielleicht jemand anderen klappt es. Ich bin auf keinen Fall nachtragend. Er soll sein Glück finden. Ich glaube, du wünschst mir auch mein Bestes. Ich wünsche dir das Beste. Und ich werde irgendwann auch mal wieder mich fliegen. Ich sag mal so, man weiß halt davor nicht so, weißt du, so ob man überhaupt zu einem Menschen dann passt oder auch nicht. Und das war ganz gut, weil wir uns Kleid verschaffen wollten, was wir dann im Endeffekt dann auch hatten. Also abgesprochen war, dass ich eine Fußmassage bekommen kann, das haben wir ja gesprochen. Und das war eigentlich ganz okay und deswegen hast du ja auch nichts, cool das reagiert. War, ja. Cool reagiert, und das fand ich auch echt gut von dir, weil ich habe ja jetzt dann im Nachhinein verstanden, dass es ein Fetisch war und dass es nicht okay gewesen ist. Und so abgesprochen war nichts. Wir wollten uns einfach auf das Experiment einlassen und so ist es dann auch passiert. Ja, also abgesprochen haben wir Tag davor haben wir schon gesagt gehabt, so hey, wir wollen uns darauf einlassen. Genau. Genau, weil wir halt davor eine Beziehung geführt haben, die nicht halt so gesund war. Also wir wussten nicht, so passt miteinander. Ist das ja, auch so, wie es halt wirklich ist? Halt auch wirklich ist. Schwierig. Ist halt schwierig, wenn man da halt einfach nicht wirklich die richtige Kommunikation findet. So, und ich habe da halt auch viel, natürlich dadurch, dass ich jetzt mit Emma in einer Beziehung bin, habe ich mich selbst nochmal komplett neu gefunden. Ich konnte in mich gehen einfach so. Und das durch Temptation und durch die Beziehung einfach auch mit Emma habe ich mich einfach neu gefunden. Ich habe mich zu einem Menschen gefunden, wo ich mir dachte, so, Alter, wer warst du eigentlich davor so? Schade, dass ich das nicht irgendwie machen konnte. Ich bin mir sicher, da wird bestimmt ein Mann kommen, der genau das erfüllen kann, den Sinn und Zweck dahinter, was überhaupt Liebe und Beziehung überhaupt bestimmt bedeutet. Da bin ich mir sicher. Danke, dass du da bist. Ich wünsche dir auf deinem Weg viel, viel Glück. Danke. Erstmal war Funkstille und nach so ein paar Monaten hat er sich dann wieder gemeldet und ich habe mich richtig gefreut, weil ich war am Boden zerstört. Die ersten paar Monate, dann hat er sich gemeldet und es hat mir gut getan. Und wir haben so über jede Folge gesprochen miteinander und so das klargestellt, was da passiert ist und wieso und weshalb und warum. Und das habe ich auch gebraucht und ich bin so froh, dass du dich überwinden konntest und mich angerufen hast, auch wenn du mit Emma zusammen gewesen bist, dass sie es auch akzeptiert, nochmal mit mir zu telefonieren. Und das fand ich einfach so cool von euch. Ich sag mal so, die Zeit dann bei dem technischen VIP war halt dann so intensiv gewesen. Man geht dann halt schon auch in sich und passt das, ist dann auch so richtig. Ich war auch irgendwo in meiner eigenen Welt, dass ich selber für mich nicht wusste, okay, bin ich denn oder ist das wirklich genau die Frau so? Und durch Emma habe ich einfach gesehen und spüre, was Liebe auch wirklich überhaupt bedeutet. Es tut mir leid, wenn ich das auch so ja, sage. Ja, wenn es zwischen uns nicht gepasst hat, genau, passt es mit jemandem. Genau. An. Und da habe ich das für mich gemerkt und realisiert, was dann vorm Temptation Delict dann war. Das war dann für mich, die Beziehung ist abgeschlossen. Aber das dann im Gedanken so zu haben, dass man davor nicht abgebrochen hat und das Temptation Delict dann auch so mitnimmt, unter diesen Umständen war dann nicht korrekt. Bei mir war es so, dass ich abgeschlossen hatte bei dem ersten Einzellagerfeuer, als ich mit Lola saß und wir die Bilder gesehen haben zusammen. Da war so ein Punkt, er hat sich emotional gebunden und da habe ich also abgeschlossen mit der Beziehung. Aber ich wollte weiterhin schauen, wie weit er geht, um dann nicht nochmal rückfällig zu werden und irgendwie dann. Ich weiß nicht, ich wusste ja in dem Moment nicht, dass ihr so eine Bindung habt zueinander. Deswegen habe ich das dann einfach so mitgenommen, um zu schauen, wie weitergeht und wenn es halt dann so weit passiert, wie es passiert ist, dass ich dann nicht irgendwie noch Gefühle habe oder so, dass ich einfach einen Punkt setze und abschließe. Wir sind auf jeden Fall happy, was jetzt ist. Ich meine, klar, man hat die Abstände auch nochmal gesehen, hat nochmal vieles nochmal reflektieren können. Und es ist genau das, was wir eigentlich auch wollten. Es hat für uns Klarheit verschafft, genauso für mich wie auch für dich. Und das ist der Sinn und Zweck eigentlich von Temptation. Man sollte da nicht zurückschrecken. Die Liebe testen, das, genau. Die Beziehung testen. So und es hat halt einfach nicht gepasst. So. Bis jetzt bin ich noch nicht glücklich, aber irgendwann kommt auch der Richtige für mich. Und dann werde ich auch wieder strahlen und glücklich sein und verliebt sein und alles das haben, was ich mir wünsche. So. Ich fand generell Temptation Island VIP gut. Ich habe sehr viel über mich gelernt, über meine Beziehung,
mit ihm oder ohne ihn, so was ich möchte in der Beziehung. Und jetzt weiß ich ja, jetzt weiß ich einfach, was ich will. Ich habe definitiv bei Temptation Island VIP gelernt, dass man offen und ehrlich mit seinen Gefühlen, Kommunikation umgehen soll. Wichtig auch danach, was ich dann in meiner Beziehung gelernt habe mit Emma, dass man die ganze Sturheit, die ich auch einfach habe, so, da mehr aus mir herauskommen soll. Aber das hat mir einfach diese Frau gezeigt. Ja, das Problem ist, ich bin halt auch genauso stur wie du. Da wird ein Mensch kommen, der es halt da komplett das Gegenteil ist und der damit umgehen kann. So, und ich bin halt einfach ein Mann, ich habe eine Frau gebraucht, die mich bändigt. So, und das hat es immer. So, und diese Liebe, die ich einfach bekomme und diese Liebe, die wir haben zueinander, wo ich einfach das kennengelernt habe, was es überhaupt bedeutet. Der absolute Wahnsinn, oder? Gerade das Ende hat es dann nochmal rausgerissen, wo ich sage, ach, mein lieber Schwan, ja. Kann man da als Umut vielleicht auch mal ein bisschen einlenken? Also, keine Ahnung, also, ich weiß nicht. Aber sie kann froh sein, wie gesagt, dass das da beendet ist. Ich denke, er ist jetzt am Ende auch froh. Er hat ja jetzt seine neue Freundin und mit Emma. Und wir werden ja, gespannt sein, wie es weitergeht. Könnte ja in der Tat auch bei der nächsten Temptation Island VIP-Staffel dann doch wieder mit Emma dann dahin gehen. Vielleicht klappt es ja dann. Mit dem Treusein, man weiß es nicht. Aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend und interessant gewesen, diese Temptation Island VIP-Staffel, wie ich finde. Und ich bin gespannt, wie ihr die Videos aufnehmt. Und wenn euch das hier noch mehr interessiert, wie gesagt, schaut gerne in die letzten Videos, auch zu Mimi und Yannick, verlinke ich hier nochmal auf der Endcard. Ansonsten lasst gerne ein kostenloses Abo da. Bis zum nächsten Video und ciao, ciao.